englische Woche, Flutlicht im Waldhofstadion. Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt, die große Chance für die Waldhöfer gegen die Schanzer, die in der Krise feststecken, auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen. Die Stimmung dementsprechend großartig vor diesem Duell und auch auf dem Feld. Von Beginn an einiges los. Wir springen aber in die 27. Spielminute. Es war eine Menge drin in dieser Partie. Das hier, die große Chance zur Führung für die Schanzer. Zuletzt ja 0:1 gegen Freiburg 2 verloren. Fehler von Segert am Ende. Grandios reagiert von Schlussmann Jan. Christoph Bartels, der hier gegen Schmidt rettet. 5 Minuten später, es war eine ganz verrückte Anfangsphase. Mal Ingolstadt, jetzt aber nur noch der Waldhof aktiv. 32. Dominik Martinovic auf der Außenbahn gegen Oduga, kommt da durch. Rückraum nicht besetzt, Haas mit Überblick und Bentley Baxter Bahn mit einem grandiosen Abschluss. 4. Saisontreffer für den Mittelfeldmann. Klasse eingeleitet in diesem Zweikampf von Martinovic, der das geschickt macht. Keiner im Rückraum, da verteidigen die Schanzer alles andere als gut. Und das hier ist einfach nur ein Kunstwerk, Marke Bentley Baxter Bahn. Capretti natürlich unzufrieden, kann das nicht verstehen, warum so viel Passivität trotz eines guten Auswärtsauftritts seiner Elf bei so heimstarken Waldhöfern. Die zweite Hälfte. Die Waldhöfer von Beginn an gut aus der Kabine rausgekommen. Wo war er? Der FCE 54. 2:0 Dominik Martinovic. Das erste noch mit eingeleitet, beim zweiten eiskalt gewesen. Dieser Ball gewinnt das, der antreibt, machte ein grandioses Spiel. Und den Pass, den kannst du genauso spielen. Abgezockter Abschluss des Stürmers. 9. Saisontreffer. Das sollte doch eigentlich für Sicherheit sorgen. Aber 2 Minuten später diese Szene. Eckball, Beck und drin das Ding. Anschlusstreffer. Patrick Schmidt, da war diese Gier im Abschluss. Erste Hälfte noch wenig effizient. Ingolstädt hätten ja sogar in Führung gehen können. Jetzt aber vielleicht das Comeback zur rechten Zeit. Der Waldhof kriegt hinten übrigens auch die Tür nicht zu. Nächster Gegentreffer. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in der Defensive. Danach war es ein turbulentes Spiel. 87. Spielminute mal Entlastung für den Waldhof und Strafstoß. Lukas Behnen zeigt auf den Punkt. Es war ein Duell zwischen dem Debütanten Duka und dem eingewechselten Caterwell. Eine sehr, sehr harte Entscheidung und die Möglichkeit für Bentley Baxter Bahn hier auf 3 Punkte zu stellen. Und der ließ sich die auch nicht nehmen. 88. Minute, sein 2. Treffer, insgesamt 5. Tor für Bentley Baxter Bahn. Funk klassisch ausgeguckt. Jetzt alles klar, Pustekuchen. Wieder nur 2 Minuten später. Was war das denn bitte schön für einen Ball? Er kämpft von Lawrence und am Ende Hawkins eingewechselt, der sich den wieder zurückholt. Butler mit der Flanke. Und da war Valmir Soleimani, ehemals Waldhof Goalgetter, hier reingekommen und gleich zugestochen. 3:2, der nächste Anschluss hergestellt. Was ist eigentlich da manchmal los beim Waldhof? Eigentlich alles im Griff. Und dann doch wieder rennen sie da in das nächste Gegentor. 90+2, alles aufgemacht. Die Chance für den eingewechselten Malachowski, die 3 Punkte zu sichern. Und dann Dominik Franke mit diesem Foul. Rote Karte holt er sich auch noch ab. Es fehlen doch sowieso schon so viele beim FC. Er hat noch mal versucht, dass seine Mann zurückkommen können. Danach war aber Schluss. Viel getan, am Ende die Punkte beim Waldhof. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben, dass wir auf diesem Weg bleiben, dass wir Gas geben, dass wir nie aufstecken, dass selbst wenn Rückschläge erlitten werden, dass wir zurückkommen. Das Gefühl habe ich und da bin ich sehr optimistisch, dass wir auch bald wieder Punkte sammeln werden. Ja, ein verdienter Sieg. Ich glaube, weil wir die 2-3 Drangphasen, die Ingolstadt in der ersten Halbzeit hatte, gut überstanden haben. Wir hatten da, glaube ich, 1-2 Mal Glück. Nichtsdestotrotz waren wir trotzdem drückend und spielbestimmt. Sie sind und bleiben die heimstärkste Elf in Liga 3. Der 12. Heimsieg katapultiert den Waldhof auf einen direkten Aufstiegsplatz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.